Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, und zuallererst nehme ich mal die Belohnung aus dem letzten Live-Summit an. Ihr seht, ich bin leider nur Rang 1213. Das liegt aber ehrlich daran, dass mir dieser Summit mehr oder weniger egal war. Und dann nehme ich die Belohnung mal an. Irgendwas hatte ich schon, habe ich da 7317 Bucks bekommen. Ja, gut, nimmt man halt mit. Ne? Ja, ist jetzt nicht der Rede wert oder so, aber nimmt man mit. Hier sind wir auch schon direkt im aktuellen Live-Summit, The First Hunt. Da haben wir eine Flucht ohne Einschränkung. Und das ist Rockies, das ist eine Offroad-Flucht. Und so, die Flucht ist ein bisschen tricky. Ihr fahrt am besten hier runter. Springt hier rüber. Und dann... ganz so weit links wollte ich gar nicht, aber... Das ist doch okay. Also einfach sehen, dass sie hier runterkommt. Weil unten kommt nämlich geradeaus eine Autobahnauffahrt und da wollen wir hin. Hier ein bisschen aufpassen, wirklich, ihr müsst echt aufpassen, dass ihr nicht gegen die Bäume ballert. Weil sonst könnt ihr eigentlich schon neu starten. So, aufpassen hier. Nicht da reinrahmen, wollte ich gerade sagen, und tu es doch. Aha. Ab auf die Auffahrt hier. Oh, Gegenverkehr. Aufpassen. Und jetzt auf die richtige Spur. Ja, und dann... Gib ihn. Richtig. Vollgas fahren hier. Das sieht gut aus. Man darf halt nur keine großartigen Fehler jetzt mehr machen. Also gut aufpassen, dass ihr nicht zu doll in Banden reinknallt. Oder aufpassen, dass ihr nicht in NPCs reinknallt. Wäre natürlich halt mega mies. Wenn ihr es schon mal hierhin geschafft habt und dann, dann verhaut ihr das, weil irgendwie ein Gegenverkehr kommt oder so. Wäre natürlich Mist. So wie hier, man muss echt gut aufpassen. Gut, da bin ich jetzt in den Rhein geknallt, aber ist halt so. Kann man jetzt auch nichts dran ändern, ich fahre trotzdem weiter. Hier unten in den Kurven natürlich immer gut aufpassen, dass ihr... Halt nirgendwo gegenballert oder halt nicht zu doll. Ist halt auch ziemlich eng hier das Ganze. Und lieber einmal vom Gas gehen, nichts überstürzen oder auch mal vorsichtig eine Kurve fahren. Aber dann bleibt ihr auf der Straße. Auf jeden Fall nicht übermütig werden. Und dann sollte das auch klappen. Lieber hier und da ein bisschen vorsichtiger, als irgendwas zu überstürzen. Dann fliegt man raus und dann ärgert ihr euch. Wäre natürlich auch Mist. Ach komm, sowas war jetzt nicht gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Entkomme ich da nochmal? Ich weiß nicht. Oder kriegt er mich jetzt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte. Und, na komm, 15.892 Meter. Es geht mehr. Definitiv, es ist auf jeden Fall mehr drin. Was haben wir? 157.000, fast Maximalpunktzahl. Ihr wisst, 157.850 ist die Maximalpunktzahl. Und mit 157.310 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Da ist der Lavateur Noir, da habe ich eine extra Portion drin und pur. Natürlich auch der Nitromischer. ESP habe ich aus, alles andere habe ich an. Und die restlichen Einstellungen habe ich so. Ist für mich die beste Einstellung. So rutscht der Wagen nicht weg. So liegt der richtig, richtig gut auf der Straße. Die Einstellung habe ich auch selber gemacht. Da habe ich mir nichts abgeguckt. Für mich definitiv die beste Einstellung. Und ja. Aus der Flucht, aber direkt schon in die nächste Flucht. Los geht's. So, gleich zum Start könnt ihr sehen, ich habe auf die Corvette gewechselt. Die Drag Race Corvette. Und so, jetzt kann ich hier umdrehen. Ihr braucht auch gar nicht viel Anlauf, weil ihr müsst gleich so oder so ein bisschen lenken. So, jetzt direkt hier links rum. Hier nochmal links. Und dann seid ihr hier auf dem Highway. Und hier könnt ihr auf jeden Fall Gummi geben.
Hier fahrt ihr jetzt einfach so weit wie ihr kommt, immer geradeaus. Natürlich ein bisschen hier und da. Geht's auch mal links und rechts? Nein, doch. Und ja, ein bisschen muss man trotzdem aufpassen hier. Ah, hier, kommt schon, komm auf die Spur, alles klar. Ja, da muss ich ganz schön weit runter. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob das trotzdem was Gutes bringt hier. Ja, aufpassen, da ist ein Bus. So. Ich mach mal hier den Nitro-Micher rein. Also, Nitro, sag ich schon, Nitro-Micher. Ich drück mal Nitro gerade. Mal gucken, ob das gleich wieder aufgeladen ist. Ob das reicht hier. Fahr ich mal so ein bisschen über den Rasen. Gucken, ob mir das was bringt. Kurve habe ich auf jeden Fall sehr gut bekommen dadurch. Mal gucken. Ich hoffe, das Nitro füllt sich schnell wieder auf. Bis jetzt komme ich ja ganz gut durch. Ja, hier hätte ich jetzt gerne Nitro gezündet. Ja, egal. Egal. Na, aufpassen. Bisschen über den Rasen, wenn ihr euch nicht traut. So wie ich gerade. Na. Egal. Okay, ich wollte nicht in Gegenverkehr, aber Kurve nicht bekommen. Also ab in Gegenverkehr lieber. Und ja, ich wollte gerade Nitro zünden, habt ihr gesehen, ne? Ich hab's gerade gezündet und 12.443 Meter. Na, mal gucken, habe ich mich verbessert? Da hab ich 130.000. Das geht noch besser, aber gut. Also ich sag mal, weiß ich nicht. Also 15.000 Meter sind auf jeden Fall drin. Es war gerade nicht perfekt, aber ja, 130. Doch, die 150.000 sollte man auf jeden Fall schaffen hier an dieser Stelle. So, weiter geht's mit einem Slalom und da haben wir, was haben wir denn da? Da haben wir Yosemite, oder wie man das ausspricht, Yosemite, Yosemite, ich habe keine Ahnung. Ah, okay, den kenne ich. Da gehen wir mal auf ein anderes Fahrzeug. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Anlauf nehmen. So, ein bisschen zurück hier. So, das sollte reichen. Und von hier jetzt Anlauf. Und dann fahren wir einfach ins Wasser rein. Ich muss mal gerade gucken, wo der erste Point hier war. Auf der Seite. Alles klar. Sehr nice. Das ist natürlich nicht die perfekte Wahl. Aber ja, ich habe halt leider jetzt kein Rallye-Fahrzeug mit einem vernünftigen... Ach, komm schon. Wäre mir jetzt natürlich lieber, aber... Ach komm, ich hasse diesen Fehler. Dieser Respawn-Fehler hier, der ist echt ekelhaft. Ganz, ganz ehrlich. Wieder. Warum? Ganz vorsichtig. So, ein bisschen... Ey, das darf doch nicht wahr sein. Also man kann das Ding hier echt nicht mit Motorrad fahren, ganz ehrlich. So, ich fahre jetzt hier ganz vorsichtig. So, ganz vorsichtig fahre ich jetzt hier hoch. Und reset, obwohl ich vorsichtig hochfahre. So, ich habe die Faxendicke. Ich habe jetzt auf ein Auto gewechselt. Auch Touring Car. Ich habe das Set jetzt da eingebaut. So, und entweder klappt das jetzt oder das klappt nicht. Die Flucht ist einfach... Flucht sage ich schon. Das Slalom ist einfach kaputt. Und sie beheben es nicht. Es ist so nervig. Und Reset. Alter, sag mal. 2000 Jahre später. Ich bin mir sicher, Ubisoft weiß davon. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, außer dass das Slalom kaputt ist. Weil ganz ehrlich, mal funktioniert das mal nicht, aber in 9 von 10 Fällen wird man zurückgesetzt. Wow. Wow. Ich wurde nicht zurückgesetzt. Gnädig. Wie nett. Aber wirklich, 9 von 10 Mal wird man zurückgesetzt. Das ist kein Witz. Bam. 25.149. Egal, komm, ey. Kein Bock mehr auf diesen Slalom. Er ist so nervig. Der nervt einfach nur, das Slalom. Mann. 155.957 Punkte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, der zappelt noch ein bisschen rum hier. So, komm. Lad mal schneller weg da. Dann geht es direkt weiter zum Street Race mit dem 911 Carrera 4S 992. Und das ist der Florida Trip. Ja, 3,5 Minuten sollten drin sein.
Und dann 911 Carrera, dann nehmen wir uns den jetzt auch mal. Und Moment. So, das mache ich weg, Touring-Car. So, los geht's. Leider kann man für den Wagen keinen Heckspoiler kaufen. Ja, da geht das schon hoch, der Originalspoiler. Sonst hätte ich dem jetzt einen gekauft. Beziehungsweise generell hätte ich den dann einen Heckspoiler gekauft. So, am Anfang konntet ihr sehen, da fahrt ihr einfach quer rüber. Ist auf jeden Fall die beste Lösung, weil wenn ihr da so zickzack fahrt, dann verliert ihr nur viel zu viel Zeit. Und das Rennen ist eh schon lang genug. Da sollte man dann auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Ja, was heißt lang genug? Also so, ich weiß es gar nicht genau. 3 Minuten, 3,5? Ich glaube 3,5, 4 Minuten, irgendwie sowas. Ich habe es gerade nicht auswendig auf dem Schirm. Aber ihr könnt schon sehen, also es ist viel geradeaus. Deswegen, und die paar Kurven, die es dann gibt, da sollte man halt dann einfach gut drauf aufpassen, dass man die Kurven halt gut bekommt und nirgendwo gegenballert. Und dann sollte man hier eine gute Zeit auf jeden Fall hinbekommen. Guck mal, 30% bei einer Minute. Ja, okay, passt. Mal sehen, 33% bei 1 Minute 5. Ja, 15, 15, 3 Minuten. 3, 15. Ah, gut, da bin ich hängen geblieben. Also, ja. Sagen wir mal 3,30, 3,40. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich fahre die Strecke nicht sehr oft. Aber ich hoffe, ihr mögt das Video trotzdem. Wenn ja, dann lasst mir doch an der Stelle schon mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video so gut gefällt und wenn ihr mein Gelaber gut findet, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Aber vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ich wieder ein Video hochlade. Jeden Mittwoch kommt natürlich das Summit-Video. Ja, und zwischendurch kommen natürlich auch Videos, ne, ist ja klar. Und samstags bin ich immer live ab 14 Uhr auf Twitch. Könnt ihr mir natürlich auch folgen. So, und bei dem ganzen Gequatsche ist das Rennen hier auch schon fast vorbei. Hätte ich gar nicht Bremsen brauchen, habe ich gerade die Bremse angetickt. Aus reiner Vorsicht hier. 89, 90, na, mal gucken. Und kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. 30. Ah, mit meinen 3,5 Minuten lag ich gar nicht so verkehrt. 3 Minuten 34, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, genau. 3,34. Ist ja eigentlich okay, oder? Mal gucken, was kriegen wir? 121.000. Ja gut, 125.000 sollten drin sein. Aber hey, first try. Ich habe das gerade nicht vorgespielt. Ne, blind. Ich denke, das ist okay. Doch, doch. Ich zeige euch gerade noch meine Einstellung vom Wagen. Da habe ich natürlich den Nitro-Micher drin mit Pur- und Extra-Portion. Und das hier sind meine Profi-Einstellungen. Hier habe ich ESP angelassen, aber ESP, naja, keine Ahnung. Ob das jetzt wirklich was bringt, müsst ihr selber entscheiden, keine Ahnung. Und das ist jetzt meine Einstellung zu dem Wagen. Aerodynamik bin ich einen runtergegangen. Getriebe bewusst nicht, habe ich extra oben gelassen. Radsturz habe ich nach ganz hinten gemacht und die Stabis habe ich hoch gemacht. Und vorne eine nach unten. Und ansonsten war es das mit der Einstellung. Jetzt geht es weiter zum Enforcer Unit RX. Welches haben wir da? Ja, das Intro hätten sie auch mal umbauen können. Weil das ist ja jetzt nicht mehr Enforcer Unit. Naja, aber egal. Okay, zwei hier direkt weg. Sehr nice. Ah, komm schon. Ah, schade, den habe ich nicht gekriegt. Kurve, Kurve, Kurve. 4. Ah, doch wohl, es kann gut sein. Es kann gut vorangehen hier. 4, 5, 6. Ah, verschwinde! Das hasse ich, ganz ehrlich, Leute, ich hasse das. Dass sie dann immer so lange noch da sind. Sieben. Und 8. So, mal gucken, wie schnell ich war. Was haben wir da? 30, 40? Ich weiß es nicht genau. Komm, was haben wir? 43 Sekunden. Na komm, das geht auf jeden Fall ein bisschen besser. So, jetzt müsste ich mich verbessert haben. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, nochmal 5,8 Sekunden verbessert.
37 Sekunden, natürlich nicht perfekt, aber ja, ich lasse das jetzt erstmal einfach so stehen. Soll ja hier auch erstmal weitergehen. Ihr habt auf jeden Fall den Inhalt gesehen von dem Rennen. Und darum geht es ja auch in erster Linie. Dann haben wir noch ein Rallycross mit dem Camaro RS. Und da zeige ich euch kurz mal, was ich da drin habe. Und zwar habe ich da einen Nitro-Mischer drin mit extra Portionen matschig und pur. Und habe diese Profi-Einstellung. Ich habe hier alles auf voll. Und dann geht es hier weiter mit den anderen Einstellungen. Und da könnt ihr sehen, die Aerodynamikverteilung habe ich runtergenommen. Radsturz habe ich runter. Stabis habe ich hoch. Dann habe ich die Bremskraftverteilung etwas weiter nach vorne gelegt und habe einen Gang aus dem Getriebe rausgenommen. Und ich war mit der Einstellung auf jeden Fall immer sehr zufrieden und gucke jetzt einfach mal, ob diese Einstellung für das Rennen hier auch noch passt. Das ist auch ein sehr kurzes Rennen, das sollte schnell vorbei sein. Natürlich vorausgesetzt, man macht keine Fehler. So, erstmal hier an alle dran vorbei. So, hier quer durch. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell ist. Sonst geht man Gefahr, dass man hier die Kurve nicht kriegt. So. Dann hier quer rüber. Ein bisschen vorsichtiger an der Stelle fahren. So, hier wieder vorsichtig. Ihr habt gesehen, die Runde ist schon vorbei. Also die Runden sind hier extrem kurz. Dann haben wir das Rennen auch gleich schon hinter uns. So, jetzt baller ich den NOS durch und 1,38. Ich weiß jetzt ehrlich gar nicht mehr, ob das gut ist. 1,37, 990. Okay, alles klar. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das gut war. 127.000 Punkte. Ja, nice. Ja, ich bin zufrieden auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir wieder ein Street Race mit dem 512 TR. Ach, das war doch hier so ein... Warte mal, wie heißt der Wagen denn nochmal? Ah ne, Ferrari ist das sogar. 512 TR. Und dann baue ich hier schnell den Nitro-Mischer ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Handling von dem Wagen war. Ich glaube, der lag auf der Straße wie so ein Brett. Direkt mal in die Profi-Einstellung gucken und ja, ich habe da ja gar nichts verstellt, fast. Ja, ich mache mal den Radsturz runter. Ansonsten, ach, jetzt ist dieser Fehler wieder da. Ist es so nervig. Mit 52 km/h, das kann nur der Anzeigefehler sein. Jetzt nochmal gucken. Ja, genau. Minus 1 km/h, dann wollen wir mal gucken, Radsturz hinten. Okay, an hinten liegt es nicht, oder? Doch. Ich mach mal auf Mitte. So, okay, alles klar. Radsturz vorne, weiter raus. Hinten nicht, aber eigentlich hätte ich hinten auch gerne weiter raus, ein Stück. Dann machen wir das so. Dann haben wir auch eine bessere Gehkraft. Dann machen wir das so. Dann passt das schon. Dann haben wir den Wagen fertig. Die Profi-Einstellung habt ihr jetzt gesehen. Da brauche ich das nach dem Rennen nicht nochmal machen. Ich denke mal, das wird schon so in etwa passen. Kit fährt auch mit, aber in weiß. Hier, links, Knight Rider. Nur in weiß. Ah, alles so alte Karren hier. Da, nochmal Knight Rider. Läuft. Ach, das Rennen ist das. Ja, das Rennen ist auch sehr kurz. Hier gibt es auch so eine kleine Abkürzmöglichkeit. Ich muss mal gerade gucken, wo das war. Ne, hier noch nicht. Irgendwo konnte man hier durch so eine Röhre fahren. Ah, hier kommt das jetzt. Moment. Hier. Genau, da kann man die Röhre benutzen und dann kriegt man die Kurve besser. Sehr nice. Und ich glaube, nach dieser Kurve hier müssten wir schon die erste Runde rum haben. Ja. Ja, drei Runden auf jeden Fall. 33%. Ja, das war die erste Runde. Dann haben wir hier drei Runden, das Ganze. Und falls ihr euch wundert, dass ich jetzt nicht für das Video auf Biegen und Brechen die besten Zeiten fahre, das liegt daran, dass ich das dann gerne live mache. Also mir macht das Spaß, wenn ich dann Freitags, guten Morgen Marvin, wenn ich samstags live bin,
Ich bin immer samstags auf Twitch live ab 14 Uhr. 14 bis 19 Uhr. Und jetzt habe ich den nicht bekommen, ist aber auch nicht so schlimm. Ja, 14 bis 19 Uhr bin ich immer live. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann verbessere ich dann natürlich ein paar Punkte und dann fahren wir Rennen. Keine Ahnung, New York und keine Ahnung, was halt gerade ansteht. Einfach zocken, zocken und Spaß haben. Und das war es auch schon wieder mit diesem Rennen. 2.17, 2.65. Mal gucken, ob das eine gute Zeit ist. 121.000 ist erstmal okay, wenn das Endergebnis stimmt. Ich bin mal gespannt, was mir das Endergebnis hier zeigt. So, Rally Raid Enforcer Unit. Was haben wir denn da? 33. Mal gucken. Rally Raid. Mal gucken, ob ich das eingebaut habe. Und da habe ich drin eine Sogwirkung im Vorhut. Ah, das ist aber eigentlich egal. Es geht nur darum, dass hier ein Set drin ist. Und ich glaube, den habe ich auch gar nicht umgestellt. Ah, doch, ein bisschen sogar. Guck mal. Könnt ihr euch sogar angucken. Ein bisschen habe ich den Wagen doch umgestellt. Ja. Und hier gehe ich mal einen runter. Mal gucken. Bessere Gehkraft, alles klar. Bremswerk hat sich ein bisschen verschlechtert, aber ist egal. Ich gehe trotzdem mal einen runter, weil der war ein bisschen am Wackeln, das weiß ich. Aber jetzt starte ich direkt erstmal hier den Rally Raid Enforcer Unit. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das jetzt ein Rennen oder ist das... Nee, ist kein Rennen. Stimmt, habe ich ja gerade gesehen. Nein, ist kein Rennen. Ist auf jeden Fall hier mit wegrammen. Was haben wir hier? Oh, der wäre auch gut gewesen. Egal, ist egal, komm. Ich fahre jetzt trotzdem den HX-Konzept. Der ist jetzt geskillt, dann nehme ich den jetzt auch. So, los geht's. Der Start von Interception Unit, aber ist dann Enforcer Unit. Ja, man kennt ihn. Also Vault Enforcer, nicht Enforcer Unit. Ihr wisst schon, was ich meine. Bam. Okay. Und, komm schon. Komm schon. Ihm passiert einfach gar nichts. Geil. Direkt mal neu starten. Zum Start neu starten. Das ist auch geil, oder? Ich finde, wenn man die gerammt hat, dann sollten die einfach wegfliegen. Und fertig, damit die einen überhaupt nicht mehr nerven. So, jetzt aber, komm. Vault Enforcer. Ja, los, Attacke. So, verzieh dich. Eins. Komm schon. Und zwei. War so nicht gewollt, aber ja, hat trotzdem geklappt. Nice. Drei. Na, komm. Ey, geh doch kaputt, Mann. Vier. Ah, schade, der ist so weit hinten, ey. Komm schon. Sie gehen einfach nicht kaputt. Fünf. Komm schon. Sechs. Sieben. Komm. Und... Und komm schon, geht kaputt. 8. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Zeit war. Aber, ja. Ja, cool. Der wollte noch mal eine Runde baden gehen. Bevor man hier fertig ist. Und 53 Sekunden. Ja gut, alleine kann man da nicht so viel reißen. 53 Sekunden gefällt mir jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber diese Disziplin solltet ihr wirklich am besten mit einem Freund spielen. Also hier den Rally Cross Enforcer Unit und den Rally Raid Enforcer Unit. Ganz ehrlich, spielt den wirklich am besten mit einem Freund. Da könnt ihr auf jeden Fall viel, viel bessere Zeiten rausholen. So, jetzt habe ich 1.053.001. Jetzt brauche ich natürlich über 100.000 hier. Dann habe ich, wenn ich da jetzt 120 kriege, dann kriege ich 220 wegen dem Bonus von 120.000. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz wieder gut aus. Dann wäre ich bei 1.280.000 ungefähr. Mal gucken, was haben wir denn da für ein Rennen? Da haben wir Highspeed Drifter, Rallycross. So, gleich mal vorweg, die Strecke und ich, wir sind keine besten Freunde. Aber, ja egal, muss ja sein. So, direkt mal hier los. So, hier aufpassen, dass man da irgendwie nicht rüberfliegt oder so, weil man kann hier schnell vom Weg abkommen. So, hier halte ich mich einfach so schräg links und dann fahre ich hier rüber.
Genau, ich fahre dann einfach hier quer durch. So gefällt mir die Strecke persönlich am besten. Also kann ja jeder natürlich für sich handhaben, wie er die Strecke am besten mag, aber ich fahre am liebsten halt hier lang. So, hier jetzt gleich ein bisschen aufpassen, ein bisschen nach links. Nicht zu doll. So, genau. Habe ich jetzt ein paar km/h verloren. Ja, aber das ist jetzt auch nicht ganz so wild. So, hier quer durch die Bäume durch. Man hat genügend Platz, braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben, dass ihr da nicht durchkommt. So, und dann sieht das Ganze doch ziemlich gut aus eigentlich. So, da können wir schon das Ziel sehen. So, hier an diesen komischen runden Dingern noch vorbei. Moment, nicht dagegen fahren irgendwo. Das wäre nämlich gar nicht so cool. Ah Mist, da wollte ich eigentlich außen dran vorbeifahren. Ich wollte es euch noch gezeigt haben, wie man da außen dran vorbeifährt. Naja, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und was habe ich da? 1 Minute 53. Ne, 1 Minute 52, 9, 7, 8. Ja, das kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. 124.000. Nice. Ja, das gefällt mir. Das finde ich gut. Finde ich sogar sehr, sehr gut. Direkt auf Anhieb, First Try. 124.000. Nice. So, was haben wir dann jetzt im Live-Summit als Endergebnis, als vorläufiges? 1.277.266. Ja, gut. Geht natürlich besser, aber das werden wir auf jeden Fall im Livestream machen. Samstag, 14 Uhr, live auf Twitch, wird der Summit verbessert. Da werde ich auf jeden Fall über 1,3 Millionen gehen. Aber ja, wie gesagt, das will ich mir einfach für den Livestream aufheben. Und ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Lasst ein Abo da, wenn es dir gefallen hat und einen Daumen nach oben. Ich bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.